Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Video wurde vor der Messe noch geschnitten, beziehungsweise gedreht. Hi, nein. Und deswegen mache ich euch jetzt nochmal einen Anfang. Ich bin gerade auf der Rückfahrt, aber guckt halt mal, was wir mit den Felgen Schönes gemacht haben. Und viel Spaß. In diesem Video geht es wieder viel um Pulvern und Drehen, Bearbeiten, Polieren und so weiter. Wird man auch zu vielen Felgen immer wieder was erklären. Ob es beim Drehen ist, ob es beim Pulvern ist. Mittlerweile hat sich wieder viel angesammelt. Das heißt, nächste Woche muss ich Vollgas geben, obwohl ich nächste Woche sehr, sehr viele Termine habe. Aber ist wurscht. Da fange ich mit euch mal zuerst mal an. Mal grob hier. Landscherfelgen müssen komplett frisch aufgebaut werden. Grau, Front gedreht und so weiter. Das sind Messefelgen. Die machen wir in verschiedenen Finish vom Klarlack her. Die sind noch alle roh. Hier sind die Felgen vom Enrico. Für den GTO, also heißt der GTO, der Kadett von ihm, dieser Breitbau, wie auch immer. Die müssen komplett aufbereitet werden, jedoch sind wir gerade mit dem Stern noch am Quatschen. Die müssten eigentlich zum Lackieren, weil das Auto wird neu lackiert und dann sollen die Felgensterne exakt dieselbe Farbe auch kriegen. Da habe ich schon angefangen, zwei Felgen zu drehen und da sieht man, dass die schon gedreht wurden. Und zwar habe ich sie einmal abgedreht, das habe ich aber glaube ich in einem anderen Video mal erklärt. Warum ich sie vorher drehe, anschließend nochmal strahlen lasse und entgraden lasse und dann pulvern lasse. Hier haben wir Messefelgen in verschiedenen Farben und Größen und Breiten. Das war ein Kundefelge, glaube ich. Die werden noch Betten poliert. Da sind jetzt auch wieder BBS, die komplett frisch gemacht worden sind. Betten werden poliert, da wieder Originalräder und Felgen drehen. Da müssten auf jeden Fall Betten gedreht werden. Da auf jeden Fall auch Rand gedreht werden. Die sind vorher schwarz gemacht worden. Gleiche Thema, auch zweiteilig. Betten, Silber, Rand muss gedreht werden. Da sind AMG-Felgen, die sind vorher schwarz gemacht worden. Erkläre ich euch aber während der Bearbeitung auch noch was dazu. Reparatur. Und natürlich hier jede Menge Reparaturfelgen und so weiter. Aber ich nehme euch im Laufe des Videos mit alles, was zum Drehen, Pulvern. Es ist auch noch viel vorne, also was jetzt gepulvert, gedreht wird nächste Woche. Unsere Reparaturen sind gerade viel, da steckst du auch nicht drin, weil Leasingrückläufer und. Da gibt es keinen Winter oder keinen Sommer, sondern gibt es ein Datum, da wird das Auto abgegeben und dann wird es gemacht. Ganz kurz, es soll jetzt kein Lob oder sonst irgendwas sein. Ich habe Gott sei Dank, toi toi toi, bisher nicht das Problem gehabt, dass Kunden, die ihr Fahrzeug zurückgegeben haben, Probleme gehabt haben beim Abgabe, weil die Felge bearbeitet war. Hatte ich noch nicht, weil du erkennst es nicht, dass die Felge bearbeitet wurde. Soll kein Eigenlob sein, aber ich sag's euch nur, hab schon andere Sachen gehört. Aber bei uns alles, also wir machen es originalgetreu oder wir machen es nicht. Muss ich dazu sagen, wenn wir es nicht machen, dann heißt es geht nicht, es kann auffallen. So wollte ich es erklären. Diese Woche muss ich nebenher noch sehr, sehr viel drehen. Ich muss nämlich oft mal weg. Und zwar mal hier wieder eine Audi-Felge. Dann habe ich hier BMW-Felgen, die ich drehen muss. Ich gucke aber gerade, warum. Oh, okay. Hier. Dann Außenbetten, Tiefbett. Das sind zweierlei Felgen, wo ich hier praktisch nur diesen Außensteg hier drehen muss, genauso bei denen hier. Aber da ist halt wirklich knapp, ne? Da hast du nicht viel Spiel, dass wenn da was runternimmst, du bist halt relativ schnell auf der Fläche hier und dann ist es vorbei. Echt wenig Fleisch, vielleicht 1,5 mm. So weit drehe ich ja sowieso nicht ab, aber nur zur Info. Also das ist halt nicht immer viel Material immer da. AMG und dann nochmal eine VW. Nochmal eine und nochmal eine VW-Felge. So, zeige ich euch mal, wie das aussieht, vorher, nachher, gerade bei diesen BMW-Felgen. So sehen sie vollgepulvert aus, so sehen sie dann gedreht aus. Das ist schon mega. Ich finde es so mega, wenn alte Felgen, die du eigentlich schon Ewigkeiten nicht mehr in dem Zustand gesehen hast, dass sie wieder so zu sehen gibt, sage ich mal. Ne? So, wir sind jetzt hier beim Pulvern, da wird wieder nur gepulvert. Hier werden die mehrteiligen Felgen im Prinzip nochmal frisch, ganz frisch nochmal gepulvert. Und da sind die Sterne dafür.
sieht in Roh auch schon gut aus, gell? Zeige ich euch auch mal Ergebnisse von letzter Woche. Einmal wurden da jetzt hier bei den Schnitzerfelgen Sternen neu gepulvert, Innenbetten neu gepulvert und komplett neu poliert. Schrauben wurden gereinigt, soweit ich jetzt weiß, wenn sie nicht erneuert wurden. Und so sehen sie jetzt aus, ne? Und genauso auch diese BBS-Felgen. Da wurden auch gleich neue Reifen von uns gleich mit drauf gemacht. Die Deckel, die Sechskant wird noch poliert. Ist schön immer so ein Ergebnis zu sehen, wo, wenn du bedenkst, wie sie kamen, ne? Ja, es ist bereits kurz vor 21 Uhr. Ich bin nicht weit gekommen. Ich muss immer wieder nach hinten kommen und nach vorne gehen an die Bühne und da was weitermachen. Warum ich gestern und heute hier hinten nicht viel arbeiten konnte, erzähle ich euch eventuell in 4 bis 6 Wochen, warum ich lange an der Bühne war. Kann ich nicht viel dazu sagen, aber ist so. Also die habe ich schon mal jetzt fertig gemacht, die Audi-Felge, die ist jetzt komplett top. Bin jetzt an der VW-Felge dran und ihr seht, es kommt immer Sachen nach und ich muss morgen früh, und alle früh, was heißt alle früh müssen hier sein, weil ich noch ein paar Sachen besprechen muss mit meinem Bruder. So, die VW-Felge ist auch soweit fertig. Jetzt gehe ich heim, essen, schlafen und dann geht es morgen wieder los. Ihr schreibt ja immer wieder, Mutter, wie machst du das? Bis abends schaffen. Alles hier, drehen, Felgen, Autos, Tuning, alles ist mein Hobby und ich mache es gern. Ich mache es so gern, dass ich es fast umsonst machen würde. Geht aber nicht umsonst, weil alles um mich herum Geld will. Ich mache jetzt mal Feierabend. Wir sehen uns wahrscheinlich morgen wieder. So, heute habe ich noch mal 2-3 Stunden Zeit, bevor ich wieder was anderes machen muss zum Drehen. Und man sieht, es wird nicht weniger, sondern es vermehrt sich immer. Wenn ich an einem Tag das nicht so extrem durchziehen kann, dann startet sich das alles. Aber alles gut. Ja. Lieber so wie andersrum. Ja, ich mache mal 2 VW-Felgen. Die sind vom Tiguan. So schauen sie gerade aus. Ja, und die andere, die hat ein bisschen weniger. So, jetzt. Also ich mache die zweimal, dann zeige ich es euch. Die ein oder andere Felge ist sogar schon beim Klarlack. So sieht die BMW-Felge aus, die ich vor ein paar Tagen gedreht habe. Jetzt ist da auch der Klarlack drauf. Auch der Silberglanz. Ne? Natürlich dann das typische Alltagsstift. Wir haben hier irgendwelche 24 Zoller hier. So sehen sie aus jetzt. Die Tiguan-Felgen. Alle wieder blitzblank. Es geht weiter mit Drehen. Ich habe hier jetzt gerade aktuell eine A4-Felge in 20 Zoll. Da wollte der Kunde auch einen anderen Ton von der Innenfarbe her, das zeige ich euch mal. Hier wollte dieses so Sparkling-Grau und dann die Front gedreht. Und ihr könnt hier erkennen, die sind überall vermackt gewesen. Und jetzt nicht. Einmal ist es der Grund, dass die Kunden einfach die innere Farbe eine andere Farbe haben möchten. Oder teilweise auch haben wir Kundschaften oder beziehungsweise Felgen, wo die Beschädigungen nicht nur an der gedrehten Fläche ist, sondern bis ins Lack reingeht. Und wenn wir die Felgen nur drehen, dann ist es in der Farbbereich immer noch die Macken zu sehen. Deswegen macht man sie dann einmal komplett. Fange ich jetzt auch mal an. Hier sieht man die Macke. Die Macken machen wir natürlich nicht vorher raus, weil wieso soll man sie vorher schleifen, wenn man sie sowieso abdreht. In der Hinsicht geht es auf jeden Fall besser und schneller. Da braucht er gar nichts machen. Die Dinger werden entlackt, gestrahlt, gepulvert und dann kommen sie direkt zu mir. Dann gibt es natürlich auch andere Sätze, wo jetzt hier nicht gedreht werden, sondern so rauskommen. Gut aus, Obi. Will der Kunde ohne Klarlack? Da ist der Klarlack drauf. Guck mal, das sehe ich schon nicht mehr. Also manchmal, das ist halt der Unterschied. Ich hätte jetzt gedacht, die sind jetzt ohne Klarlack. Wenn du sie nur nebeneinander tust, siehst du Unterschied. Also die sind jetzt mit Klarlack, ne? E36 M3 könnt ihr jetzt auch im Winter fahren, theoretisch, was kein M3 mehr macht. So schauen sie aus, wenn sie halt gedreht sind. Ne? Und hier sieht man direkt einen Unterschied. Jetzt noch die letzte Felge. Ist der Satz schon mal fertig. Die nächste Felge habe ich hier eine BMW-Felge, eine M-Felge. Wo jetzt echt gar nicht schlimm ist. Es sieht wirklich schlimm aus.
über die Fläche breit, wenn die Macken so über die ganze Felge so gehen, überhaupt kein Thema. Wenn es an einer Stelle ist und die ist tief, dann ist es teilweise blöd, wenn so eine Kerbe drin ist oder sowas. Das ist aber jetzt nicht wild. So, die Felge jetzt vom Enrico ist entlackt. Die Sterne sind auch wieder schön entlackt. So sehen sie soweit echt alle gut aus. Die Deckel hat er mir jetzt nachgeschickt. Die muss man natürlich jetzt verlegen. Die müssen auch entlackt werden. Dann redet er von irgendeinem Ton, von Farbe. Also wahrscheinlich doch nicht mehr dieses Original Rot, wie es mal war. Die Sechskant wird natürlich auch poliert, dass es zum Außenbett dann wiederum passt. Das hier, also Deckel mit dem Stern, gelesener Farbe. Ich habe mir jetzt ein paar Musterfarben, Bilder geschickt. Mal gucken, was der Herr sagt. Da geht es auf jeden Fall weiter. Es ist spät geworden. Ich war unterwegs, hab was abholen müssen, ein Auto. Ja, jetzt bin ich wieder da und jetzt drehe ich noch die Felge, oder die ist beziehungsweise schon fertig und dann mache ich auch Feierabend. Keine Macke mehr, gar nichts mehr. Eiwandfrei. So, jetzt mache ich die andere Vorderachsfelge noch. Die sieht aber auch schon schön bedient aus, aber das sieht auch wieder, hier steht er ab. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Dass es da absteht. Also es sieht immer meistens schlimmer aus und das sieht jetzt genauso aus. Dann nehme ich am Außendurchmesser mehr ab wie hier, dass es sauber wird. Dann habe ich hier noch VW-Felgen, die ich jetzt als nächstes sehe. Die BMWs sind fertig. Also ganz leicht. Eigentlich ist es da so, dass ich, wenn ich nur den Klarlack runterdrehe, dass das eigentlich schon weg sein müsste. Also ich drehe hier maximal 2/10 und dann ist es erledigt. Also dieses Video geht wahrscheinlich teilweise über eine Woche. Das sind die Felgen vom Enrico. Und zwar haben wir die Innenbetten schon gepulvert. Die sind komplett neu. Die sind komplett einmal frisch gemacht worden. Das heißt einmal komplett neues Silber mit Klarlack. Sterne sind auch schon gepulvert. Natürlich aufpassen hier. Gewinde darf natürlich kein Pulver sein. Sieht so aus. Und jetzt warten wir nur noch auf die Außenbetten. Die Schrauben sind auch beim Polieren. Ich hoffe, dass die heute kommen und dann, dass wir sie heute noch zusammenbauen, abdichten, dass wir sie am Montag zurückschicken können, express, dass sie Dienstag dort sind, dass die Reifen drauf kommen und das Ding auf die Messe kann. Also ja, geplant so zumindest, ne? Oh, achso, die brauchen nicht drin. Ja. Das sind ja auch die Felgen, was er gebracht hat, der Enrico. Das sind die Außenbetten, die muss ich aber noch vorher drehen. Aber die haben jetzt nicht die Eile. Das Problem ist, nicht dazu zum Drehen. Ich schalte die Maschine ein, drehe ein paar Felgen und dann die sind jetzt auch fertig mal so BBS in Chrom inklusive Klarlack. Und jetzt zeige ich euch noch was. Das sind auch unsere Leveller-Felgen wieder in Roh mit dunklem Klarlack. Sieht man auch praktisch überall die Frässpuren noch. Enrico seine Felgen sind jetzt auch fertig, die sind vom Polieren gekommen. Neue Schrauben drin. Der Sechskant wurde auch poliert. So schauen sie jetzt aus. Natürlich auch alles mitgepulvert, ne? Innen wie außen sind sie alle frisch. Nur, muss ich euch zeigen, und das ist so, das kriegt man auch nicht wieder hin oder sonst was. Du hast hier an ein paar kleinen Stellen, so hier, siehst du besser, fehlt Material, das heißt vom Salz oder so irgendwie gefressen hat er. Und wenn du die bis zu diesem Punkt schleifen solltest oder polieren solltest, ist kein Material mehr da. Und die Betten kriegst du halt nicht mehr. Vielleicht kriegst du sie irgendwo, ich weiß nicht wo. Ich weiß auch nicht, für wie viel Euro du kriegst. Enrico habe ich es gezeigt. Enrico hat gesagt, hey, die sind 30 Jahre alt, passt perfekt so und fertig. Also in ein, zwei Stellen. Anders haben wir da mal schön Stress gehabt, mal die Außenbetten zu suchen. Gibt's bestimmt, aber ihr wisst ja selber. Heute ist alles Gold. Hallo nochmal von hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Über ein Like oder ein Kommentar würde ich mich freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.